Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es ist kalt, es ist bewölkt, es macht aber nichts. Heute geht es ein bisschen um was Technisches. Ich möchte euch gern ein Objektiv vorstellen. Objektiv kostet neu 119 Euro. Ist ein manuelles Objektiv, ist von der Firma TT Artisan und hat eine Offenblende von 1,2. Und genau deswegen will ich es euch vorstellen, weil das ist natürlich hervorragend für kreative Fotografie, weil diese Offenblende ermöglicht natürlich einen Look, den ich mit einem normalen Kit-Objektiv oder so einfach nicht hinbekomme. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal das gute Stück. Ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, das Objektiv mit einer Nahlinse zu versehen. Und zwar schaut diese Möglichkeit so aus. Wir haben hier die Raynox-Linse, die 250er Raynox-Linse. Natürlich kann man auch jede andere Nahlinse verwenden. Das heißt, ich komme bei Blende 1,2 dann richtig nah hin und wir erreichen da damit einen richtigen, schönen, dreamy Look. Und den zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe natürlich das Objektiv schon getestet. Ich habe es mit Nahlinse getestet, ich habe es ohne Nahlinse getestet. Also die Bildergebnisse, wo ich euch jetzt dann gleich einblende, die sprechen für sich. Und das Ganze, muss man wirklich sagen, für 119 Euro. Ich habe mir die Linse übrigens gekauft. Das hat also nichts mit Werbung zu tun. Also ich bekomme da nichts von der Firma TT Artisan dafür, dass ich das vorstelle, sondern das ist einfach, ich finde es einfach genial für die etwas andere Fotografie. Macht man natürlich nicht jeden Tag, macht man nicht so oft, aber dafür kostet es ja auch nur in Anführungszeichen 119 Euro. Ja, also der Einsatzzweck bei mir wird ganz klar mit der Raynox sein, beziehungsweise mit der Makrolinse oder Nahlinse, wie auch immer man dazu sagen mag, weil ich da einfach den größtmöglichen Effekt erziele. Erstens einmal komme ich viel näher ran, man sieht es hier, und zweitens einmal durch die Offenblende 1.2 schaut es natürlich noch viel verträumter aus. Also mir gefällt dieser Bildlook, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Natürlich hat das Objektiv nicht die Schärfe, wie das jetzt 1000 Euro Objektiv hat von Sony oder Sigma oder wem auch immer. Aber es muss es auch nicht zu diesem Einsatzzweck. Und man sieht also ganz deutlich da, wo es scharf ist, bei Blende 1.2, da ist es dann natürlich auch scharf. Und ich kann das natürlich auch dementsprechend noch nachschärfen. Hier jetzt bei der Spinne sieht man ganz deutlich, ich habe ja keinen Blitz verwendet. Ich habe mit ISO 3200 fotografiert und habe hier die Blende geschlossen auf 8. Und trotzdem habe ich hier wirklich eine schöne Schärfe. Also man kann das wirklich auch zu so einem Einsatzzweck sehr, sehr gut verwenden. Und leider windet es natürlich, ihr hört es, es windet gewaltig und das ist natürlich kontraproduktiv für Makroaufnahmen, ganz klar, weil jede Blüte, alles wackelt natürlich ohne Ende. Allerdings habe ich natürlich auch sehr kurze Verschlusszeiten. Durch die Offenblende von 1,2 bin ich dabei am 2000stel, 3000stel Sekunde Belichtungszeit, trotz bewölktem Himmel. Ja, die Sonne spitzt jetzt ein bisschen raus, aber es ist noch nicht so viel. Okay. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Linse? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein zukünftiges Video mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Ralf. Ciao.